Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Hammerhelm. Für mich ein neuer Aufnahmetag. Wir starten wieder hier wie gewohnt rein. Ich habe tatsächlich offcam mich um ein, zwei Dinge gekümmert. Nase juckt mal wieder. Oh, was ist denn hier los? Was ist denn jetzt? Hallo? Dunkelheit? Krasse Dunkelheit. War das schon immer so? Komisch. Keine Ahnung. Meine Augen sind heute anders. Die Dunkelheit wirkte gerade so rötlich. Keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall Höhlen räumen. Ich habe mich hier um Barren gekümmert. Ich habe ein, zwei kleinere Quests gemacht. Angeblich sind die Leute nicht ganz zufrieden. Das können wir mal noch machen. Und wir, wie gesagt, müssen noch eine Höhle räumen. Ein, zwei Quests. Mal gucken, was wir machen. So, und wir müssen natürlich hier Rüstung bauen und so weiter und so fort. Und ich habe euch diesmal im Ladescreen mal wieder mitgenommen. Ah, stimmt. Und wir wollten eigentlich dann raus aus der Stadt mal so ein bisschen gucken, was so außerhalb abgeht. Die Welt erkunden und so weiter. Da warte ich dazu, bis es hell wird. Wir werden noch ein, zwei Dinge bauen. Ich habe die Blutsteinbarren und so offcam ein paar mir zusammengebaut. Da können wir das Schild oder sowas bauen. Mal gucken. Zuerst machen wir die Rüstung. Und dann bauen wir noch, zuerst bauen wir die Rüstung oder Schild und dann gehen wir halt eventuell raus in die Stadt. Ah, und ich wollte noch eventuell hier ein anderer Perk auf meine Waffe draufsetzen, dass wir noch zusätzlichen Damage da irgendwie drauf haben. Ich finde hier Frost ganz geil, friert die Gegner ein, ist nicht schlecht, macht aber keinen Schaden. Ich fand das schon geil, dass man noch irgendwie einen zusätzlichen Damage da irgendwie mit drin hat. Hier sieht man es jetzt wieder, der Golem da ist super lame, das ist schon geil. Ja, und wie gesagt, dann wollen wir die Welt erkunden und so einen Kram machen. Weiter aufleveln, die Stadt zu Ende bauen, den Nekromant besiegen, was irgendwie das Ende des Games ist so irgendwie, glaube ich, rein von den Erfolgen her. Wir müssen noch Fertigkeitspunkte leveln, ich kann ja mal gerade gucken, was wir machen können. Ich kann natürlich hier weiter in dem Bereich aktiv sein. Und die Stadt können wir weiter ausbauen. Also noch mehr Bewohner, noch mehr Nahrungsmittel, noch mehr Erze. Dass wir jetzt einfach ins Extreme gehen praktisch. So, ich würde einfach sagen, was haben wir da alles? Mächtiger Angriff haben wir schon. Hier, physischer Schadenreduktion kann ich sogar direkt schon... Jo, dreimal skillen. Soll man das einfach mal machen, ist der Schaden hier physisch reduziert. Machen wir das erstmal. So, erstmal die langweiligen Dinge. So, jetzt haben wir da irgendwie weniger Schaden, den wir kassieren, angeblich. So, und da können wir noch eine starke Rüstung bauen und dann passt das doch. Und dann machen wir den Nekromant kaputt, der sicherlich physisch angreift. War auch super doof jetzt die Entscheidung. Naja, egal. Wie gesagt, ah stimmt, das wollte ich noch erzählen. Wenn ich die Stadt ja weiter upgrade, jetzt zum Beispiel mir noch weitere Bewohner hole oder sowas, was ja schon irgendwie Sinn macht. Dann kann ich ja weitere, also Arbeiter losschicken, die mir Erze und so einen Kram holen. Und kann dann natürlich schneller Sachen verkaufen und so. Mal, was? Oh, okay, Blutstein darf ich also mit der Hacke nicht abbauen. Auch mal nicht schlecht. Okay. So, was geht mit euch ab? Gut, dann wissen wir auch, für was die Hacken dann da sind. Aber irgendwie kommt das in dem Spiel alles ein bisschen zu spät, finde ich, oder? Weil vorher konnte ich immer alles abbauen. Jetzt im absoluten Endgame kann ich es dann einmal nicht so auf die Tour. Also es wirkt alles nicht so 1000% durchdacht. Es wirkt, das ganze Spiel wirkt auf mich auch so, als ob es so eine Vorab-Version wäre. Als ob da noch was kommt oder sowas. Vielleicht ist das auch geplant. Keine Ahnung, das kann ich euch gar nicht genau sagen. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben und wenn da noch was kommt, werde ich zeigen auf dem Kanal. Aber so vom Feeling würde ich sagen, sind wir eigentlich bald durch, ne? So, das ist wahrscheinlich, was ist das, Silber oder so? Ne, Diamant, das kann ich abbauen. Nur Bluterz kann ich nicht abbauen, okay? Jetzt habe ich einen Gegner übersehen, oder was? Ne, da ist noch einer. Und da ist wieder Blut. Die roten Steine, die kann ich nicht abbauen. Ja, mir wird es trotzdem besser gefallen, auch wenn die Gegner hier angenehm langsam werden und mich dann faktisch praktisch nicht mehr treffen, wäre es trotzdem irgendwie cooler, wenn ich... Ah, da haben wir gerade sogar einen passenden Stein bekommen. Ja, nicht stabil genug, raus. So, Tschüssikowski. Gehen wir gerade auf die nächste Fertigkeit. Jetzt vielleicht was Interessantes. Was haben wir hier? Verringert die Ausdauer beim Rollen, verringert die, ja, Blocken nutzen wir nie. Zauberangriffe, erlittener Schaden ist auch gut. Ich hätte gerne mal einen Zauberspruch. Wie sieht es denn damit aus? Hier, dieser Blitz. Was ist denn damit? Erzeugt einen Blitz? Das konnte ich ja schon mal nicht machen. Ich kann es immer noch nicht skillen. Was soll das?
wird mit einem Spezialzauber freigeschaltet. Was ist ein Spezialzauber? Gut, naja, dann hole ich noch irgendwas Dämliches. Oder, gut, komm, machen wir so ein Spurt. Aber nee, was gibt's denn hier noch Schönes? Spurtangriff 1 und 2, Machtrückgewinnung. Hier, Schildbrechen. Machen wir das mal. Oh. Spezialangriff bricht und entfernt das, den Schild des Monsters, kostet Ausdauer und hat eine Abklingzeit. Soweit so klar. Also, da muss ich im Kampf dann nochmal B drücken, bla, und dann können wir das machen. Ja, gut. Wie gesagt, Portsteine haben wir auch genug. Wir können jetzt mal was Sinnvolles bauen und dann mal gucken, wie wir weiter vorangehen. Es ist auf jeden Fall nochmal hell. Wir könnten die Welt mal bereisen. Ja, Offcam bin ich ins Spiel gestartet, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das eben erzählt hatte. Und bin dann hier rein, da hatte ich plötzlich den Erfolg freigeschaltet. Hier, du hast eine Diamantrüstung getragen oder sowas. Und das war natürlich dann irgendwie auch merkwürdig, weil also hier komplettes Skin oder komplette Rüstung, Diamantrüstung gebaut. Und das hat ja nicht gestimmt, aber jo, ich habe den Erfolg freigeschaltet und deswegen habe ich euch eben auch mit ins Game direkt reingeholt, weil ich gedacht habe, ja, vielleicht kommt jetzt wieder irgendein Erfolg von wegen Jade-Rüstung komplett getragen oder so irgendwas. So, gut, alles klar. Bauen wir hier nochmal Blutsteine-Dingens da. Das geht auf jeden Fall klar. Da hatten wir nochmal was. Diamantbarren geht auch klar. Was haben wir da? 45. Ich glaube, da geht was, ne? Da können wir was bauen. Gehen wir direkt hier rüber. Konnte ich hier auch die... Ja, wobei, jetzt wäre langsam auch das Abbauen der Dinge. Gut, das kriegen wir eh. Also hier die Axt und Spitzhacke und so ein Kram. Ne, hier so Schild wäre ganz geil, oder? Hier, Blutsteinschild. Bauen wir einfach das Ding mal, oder? Wunderbar, ein schönes Schild. Kann ich eigentlich ein Schild auch verzaubern? Jetzt nur mal so rein theoretisch. Geht das hier? Das war doch hier, ne? So, Schild, erfüll es mit Macht. Den Gegenstand Schild. Ne, geht nicht. Dann bitte meine Axt. Die Axt nochmal. Und dann holen wir diesmal mal Gift drauf. Denke ich mal, dass das das ist. Neuer Gegenstand. Yay. Wie heißt das? Nee, nicht tüfteln. Kommt hier eine Einblendung? Ne, müssen wir gleich gucken, wie das Ding heißt. So. Dann hier. Hoffentlich ist es immer noch da und es gibt keinen Bug oder so. Hallo? Spiel. Ah, gut, okay. Säurehaltig Meisterwerk Blutsteinaxt. Traumhaft. Und dann hier Schaden 256 wieder. Keine Ahnung, was das soll. Mach mir jetzt wirklich nochmal mehr Schaden wegen dem Schild, oder was? Oder wehrt das so viel Schaden ab? Bis heute nicht gerafft. Werden wir dann gleich mal sehen. So, jetzt haben wir hier das krasse Schild. Kann ich irgendwie eigentlich meine Kameraperspektive oder so? Nee, keine Ahnung. Alles klar, wir haben auf jeden Fall ein krasses Schild. Vertraut mir, ich habe ein krasses Schild. So, und jetzt könnten wir natürlich hingehen, wie schon gerade eben erwähnt, und einfach gucken, dass die Produktion hochgehalten wird. Einfach nur so, dass wir es halt gemacht haben. Ich speichere das mal gerade ab. So, dann machen wir Baumodus in der Zeit, wo wir gerade weg sind und dass der ganze Kram immer kommt. Wir bauen noch ein Haus. Ein Steinhaus. Weiter nach unten. Dort war doch die zweite Reihe Häuser aufgebaut worden, genau. Bauen wir hier hin. Dürfte eigentlich kein Problem sein. Jetzt holen wir hier noch irgendjemanden dabei. Grüner Daumen. Können wir mitnehmen. Und schwach und glücklich, wegen mir auch das. So, das sind die neuen Bewohner. Und dann bauen wir noch, dass die Nahrung uns nicht ausgeht und so, würde ich sagen... Wobei, ich schau mal gerade, was geht uns denn nicht aus? Also Brauerei, doch, da haben wir mittlerweile auch ein bisschen was. Kleidung. Gut, ich würde sicherheitshalber eigentlich gern nochmal irgendwas Richtung... Ja, Nahrung oder so bauen. Machen wir das tatsächlich. Nochmal eine Farm, die ich dann hier hinklatsche. Wo waren jetzt die... die liegen ein bisschen blöd. Wo waren die anderen? Ah, da hinten sind die anderen Farms. Gut, dann setze ich die dort nebendran gerade. Dass ich dann nicht so ewig weit immer zu latschen habe, falls da so eine blöde Quest kommt. So, setzen wir die einfach hier hin. So. Das müssen wir dann gleich noch zuordnen. Ah, ich kann sogar direkt ein neues Ding da bauen. Machen wir auch wieder.
Und zwar, da würde ich tatsächlich noch eine Mine bauen, einfach um noch schneller Zeug zu bekommen und so weiter. So, machen wir das. Machen wir auch wieder Blutstein. Da kommt noch mehr rein. Fertig, das war's. Ich weiß, ich habe mal anders geredet, aber jetzt können wir ja mal in die andere Richtung uns fortbewegen. Ah, und noch ein Bau. Jetzt können wir ja noch einen Bau machen. Also Farm habe ich schon gemacht. Jägerhut. Weiß nicht, ob die mit der Nahrung dann noch nachkommen. Kann ich noch ein Kochhaus? Ja, darf ich tatsächlich noch aufstellen. Noch ein weiteres Kochhaus. Bauen wir auch das, dass weiter gekocht wird. Das haue ich jetzt einfach mal sinnloserweise hier hin. So. Und dann können die noch kochen und machen. Da haben wir noch zusätzliches Essen, Kochen und so weiter. Dann passt es. Bevor da irgendwas schief läuft jetzt. Und dann weiß ich eigentlich auch relativ sicher, dass wir da jetzt safe laufen. So, wenn wir das Ding da geklärt haben, dann können wir... So, jetzt haben wir hier Säure. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Da können wir halt weiter noch mehr Erze generieren, Gold generieren. Rein theoretisch, da kann ich auch die Stadt schneller aufbauen, kann da mal Mauern hinsetzen und so ein Kram. Ein paar Dinge sind noch zu machen. Oder so Designentscheidungen treffen. Und wie gesagt, jetzt müssen wir auch bald in die Welt raus. Ja, das mit dem Säurehaltig funktioniert ja mega. Säurehaltig, hallo. Was ist denn los? So, wie viele Monster noch? Noch 4. Und wir leveln und wir leveln. Wie kann ich dann einen Spezialzauber freischalten? Also so manche Sachen auch mit dem... Gut, es könnte sein, dass es nach dem Nekromant irgendwie dann überhaupt mal weitergeht. Das könnte natürlich sein, dass ich jetzt denke, das ist Endgame, aber es ist nur Endgame für die Erfolge oder sowas und dass dann noch was passiert. Jetzt ist der versäuret, oder? Na, kann das sein, dass die dann einfach mehr Schaden bekommen? Das könnte sein, fühlt sich mich gerade so an, oder? So, Kochhaus ist fertiggestellt. Keine Ahnung, was das jetzt beeinflusst da. Also hier mit meiner Waffe. Hier, der ist auch versäuert. Doch, das könnte sein, dass das einfach so wie ein Rüstungsbruch ist. Weil es ist kein dauerhafter Schaden, der runterläuft. Sondern ich schaue die einfach noch schneller weg. Ja gut, bin ich auch zufrieden damit. Oder es ist halt mein Schild, das tatsächlich irgendwie einen Damage Boost erzeugt. Keine Ahnung. So, Truhe öffnen. Das waret, raus mit uns. Sehr schön, Mine ist gesäubert. Dann können wir hier Stadtverwaltung ein bisschen was zuweisen. Minenarbeiter zuweisen. Wen holen wir dann da? Den Gourmet holen wir zum Kochen. Grüner Daumen, Dummkopf, schläfrig. Schwach, glücklich. Einen modischen Typ schicken wir mal runter, oder? Die Vienna. So, dann hier grüner Daumen, ne, würde ich sagen. Wo war der? Hier, Gourmet, grüner Daumen. Genau. Und dann Koch machen wir Gourmet, ne? So. Soweit. So gut, würde ich sagen. Dann müssen wir beim dritten Bauernfeld, wo habe ich denn das jetzt nochmal hingesetzt? Da hinten irgendwo, da müssen wir noch zuweisen, was die da produzieren sollen. Moment, das müssen wir auch hier, können wir auch im Stadtmodus machen. Mache ich alles aus. Und mache dann die Bauern an. Und dann gehen wir, wer ist der neue Bauer? Gourmet grüner Daumen klingt nach neu, ne? Jo, alles klar. Und dort macht man dann auch Baumwolle für Klamotten, Tomaten und Weizen. Also alles so ein bisschen außer Mais nochmal. Gut, ich hoffe, das passt. So, da haben wir ein bisschen was abgedeckt. Gut. Und dann haben wir, Moment, den Minenarbeiter. Nee, Moment, Hilfe! Was drücke ich? Was drücke ich? Ah, hier, Stadtverwaltung. Den Minenarbeiter. Wie sieht's da aus? So, jetzt müssen wir es nochmal erkennen. Was ist das hellere Rot? Erkennt man's? Hä? Ich erkenne es echt nicht. Blutstein. Hat er jetzt doch Blutstein gemacht? Blutstein, stimmt auch. Moment, wen haben wir da runtergeschickt? Irgend so ein Modig, genau da unten, den Typ. Ach, Kupfer und Blutstein erkennt man wirklich nicht, oder? Und was ist eigentlich mit Kohle? Wann brauche ich denn Kohle eigentlich? Oh oh, da kommt noch was. So, jetzt müsste eigentlich der Zuwachs deutlich schneller sein, rein theoretisch. Wenn wir nicht wieder einen Bug auslösen oder so. Und da haben wir noch in der Stadtverwaltung die Arbeiter. Dann werde ich die nochmal gerade hier. Genau, Stein und Holz bitte. Genau. So, da kriegen wir beides rein und können dann auch für andere Dinge sorgen und bauen.
Ich kann gerade die Glücklichkeit komplett hochsetzen, indem ich hier Baumodus nochmal zwei Objekte baue, die irgendwie sinnvoll wären. Was wäre denn noch sinnvoll? Irgendwas nur hier in der Optik sozusagen. Das wäre einmal... Ich glaube, Abwasser und Steinbrunnen. Ja, komm, machen wir das. Bevor die Häuser hier unten irgendwie unzufrieden wären. Ich glaube es zwar nicht, aber machen wir jetzt einfach mal. Baue ich denen auch noch so ein Ding dahin. So, hier Abwasser und Steinbrunnen. Wie gewohnt direkt nebendran. Ist ja klar, ist ja logisch. So, sind die alle zufrieden hier? Wunderbar. Und wir machen noch ein bisschen hier was für die Helligkeit. Das ist ja der helle Wahnsinn. Freuen die sich kaputt hier in die Mitte. Alle haben schön hell. Wunderbar. Und jetzt gehen uns so langsam die Sachen aus. Traumhaft. Und ein Stadtbaum, dass sie sich alle kaputt freuen. Es ist zwar absolut sinnlos zusammengewürfelter Müll, was ich da gebaut habe, aber super geil. So, mega nice. Sind wir ein Stück vorangekommen. Oh, unten mit unseren Erzen, das sieht sehr gut aus. Die gehen richtig schön steil. Ja, vielleicht habe ich die Möglichkeit, gerade schon ein Diamant-Rüstungsteil da zu bauen. Wer weiß. Mal gucken. Ich hole mir jetzt die Barren und gucke, was ich bauen kann. Und das wiederum, den ganzen Krempel, könnte ich dann gut zu Gold machen. Nahrungsmittel sind wir gut aufgestellt. Herstellen. So, hier den da. So, wir könnten sogar die Diamant-Teleportiersteine bauen, die nur zwei Aufladungen brauchen, um zu reisen. Es wirkt alles so, als ob da noch krass was käme, oder? Ist schon irgendwie merkwürdig. Es irritiert mich. Du hast auch die Rüstung gebaut, oder? Oder hast du nur Waffen gebaut? Herstellen, wie sieht's aus? Ja, die Rüstung war der andere Dude nebendran, ne? Ah, ja gut. Tschüss, ich bin hier falsch. Du hast nur noch die Spitzhacken und so, die wichtig sind für mich. Warst du der Rüstungsmann? Sieht gut, sieht danach aus. So, ich hätte gern... Jo, warum nicht? So ein mega krasser, super geiler Helm. Gut, alles klar, hau mal rein. Danke. So, dann gehen wir in unser Inventar und hauen uns hier der super geile Helm auf den Schädel. Plus 300. Meisterwerk. Warum ist das Ding jetzt ein Meisterwerk geworden? Gut, wir haben auf jeden Fall jetzt super viel mehr Leben. Alles klar. So, und warum ist mein Helm ausgeblendet? Ich will das super geile Helm auch sehen. Hier, krass, wie ich abgehe. Das ist ja Wahnsinn. So, Moment. Blutsteinbarren sind wir jetzt ein bisschen rausgelaufen. Gut, alles klar. Sind wir ein Stück weitergekommen. Die Stadt ist glücklich, so mehr oder minder. Irgendwelche Nekromanten machen doof. Irgendeine Krankheit ist da. Irgendein Missgeschick mit Pilzen und so. Und da würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge hier an der Stelle weiter. Und da bin ich der Meinung... Ja, baue ich die Rüstung zuerst fertig? Nee, macht keinen Sinn. Ich denke, in der nächsten Folge ziehen wir raus. Die Leute hier sind gut versorgt, Ärzte kommen bei, dann ziehen wir aus. Rüstung müsste passen. Wir haben ja auch ein paar Skills jetzt da investiert und so. Und da gehen wir raus und hauen alles kurz im Kleinen und erkunden mal die Welt. Yay! Ich freue mich drauf, wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.